So, willkommen zurück. Mal wieder eine neue Folge heute. Wir steigen heute da ein, wo wir bei uns im Ladenverkauf aufgehört haben. Ist jetzt ein paar Monate her. Und zwar ging es da um dieses Auto, Nissan GT-R R35 von diesem Herrn, Paul Tschubek. Und wir hatten damals ja eigentlich vor... Achso, ja. Hallo Paul. Moin. Wir hatten damals ja eigentlich vor, mit dem Auto eventuell nach Amerika zu fahren. Genau. Hat leider nicht funktioniert. Nein. War zeitlich nicht machbar, ne? Zeitlich nicht machbar und die Getriebeübersetzung daran hat es meistens gehabert. Die ist also vor 2 Wochen gekommen. Ja. So, das Coole ist allerdings, mittlerweile läuft das Auto. Mhm. Man kann auch soweit schon mal sagen, du bist mittlerweile schon bei über 2500 PS. Ja. Also langsam geht es immer weiter bergauf, ne? Und 2080 Newtonmeter. Mhm. Funktioniert bisher soweit alles? Ja. Krass. Perfekt. Ich habe gerade schon mal so ein bisschen wieder gelunzt und ich bin immer wieder geflasht, wie viele kleine Details es gibt an diesem Auto, die einfach cool gebaut sind. Und genau deswegen sind wir jetzt auch heute hier, weil es gibt einige Sachen, die konnten wir euch im Ladenverkauf nicht zeigen, auch nicht in Ruhe erklären, weil war einfach zu laut, das Auto stand auf dem Boden und so weiter. Und jetzt kriegt ihr nochmal die volle Ladung Technik von uns beiden hier im Auto. Gerne. Tja, pass auf, wir drehen uns mal um, dann sieht man ein bisschen im Hintergrund das Auto hier die ganze Zeit. Ich glaube, das letzte Aufruf hat mittlerweile über 500.000 Aufrufe. Wow. Das heißt, ich glaube, wir müssen gar nicht unbedingt wieder komplett bei Null anfangen, sondern wir blenden einfach hier kurz das andere Video ein. Und für jeden, der noch nicht weiß, worum es geht, jetzt einfach nochmal in 2, 3 Sätzen nur kurz was zu dem Auto sagen. Stopp, wir machen es ganz anders. Wir sind hier in Schneverding bei Materialmod. Racing. Richtig. Racing, genau. Paul ist eigentlich Ein-Mann-Firma. Ja. Du machst alles selber hier. Ja. Hier stehen 5 bis 7 GTRs gerade rum. Ja. Machst du nur GTR? Nein. Eigentlich alles quer durch. Ja, ja. Vor allem das alles, was wir bei AMS die Palette anbieten. Weil da bin ich ja seit 12 Jahren Hauptvertretung hier in Deutschland, in Europa. Und eigentlich quer durch, aber überwiegend GTR. Ist jetzt immer mehr geworden die letzten. Ist immer mehr geworden. Ich glaube, das liegt auch an der Eigenwerbung, was man halt immer abliefert. Ja, klar. Vorher hattest du ja einen Evo. Ja. Und davor einen Golf, ne? Ja. Das und also, einen anderen Golf. Also die alte Liebe ist auch VW hier eigentlich. Damit hat es angefangen, ja. Und ja klar, jetzt natürlich mit, ich sag jetzt mal, als Vorreiter in Europa, was GTRs angeht, ist natürlich verständlich, dass hier mittlerweile mehr GTRs als alles andere hinkommen. Ne? Ja, glaube ich auch schon. Deswegen, ja. Ist aber dann zeitmäßig wahrscheinlich als Ein-Mann-Firma auch schon heavy teilweise. Ja, ne? Also so gesehen bin ich eigentlich so gut wie viel größere Sachen eigentlich komplett ausgebucht. Mhm. Kleine Sachen, also jetzt sag ich mal so 800 PS GTRs oder irgendwie sowas, kriegt man kleinere Sache, 800? Kriegt man zwischendurch reingeschoben, aber ist natürlich mit Wartezeit verbunden. Mhm. Also, ich habe eben gerade drüber gerätselt mit meinem Bruder. Angenommen, jemand möchte genau dieses Auto nochmal gebaut haben. Mhm. Mit diesen ganzen Lösungen, selbst wenn du es jetzt das zweite Mal baust. Mhm. Was würdest du dem Kunden sagen? Wie lange muss er warten? Halbes Jahr bis ein Jahr bestimmt. Halbes Jahr bis Jahr. Denke ich mal, ja. Vorausgesetzt, alles lieferbar, was man so kaufen kann und so weiter. Nee, wäre schon mit eingerechnet. Mhm. Also die Sachen, die halt lenken. Mhm. Ein paar Sachen weiß ich aus dem Kopf, die brauchen. Also, das ist also halbes Jahr fände ich persönlich schon Rekordzeit. Das fände ich wirklich krass, ne? Mhm. Weil man kann es einfach so sagen, einen Originalteil jetzt noch zu finden, wird schwer. Mhm. Ja. Ja. Hey, ein paar Sachen gibt es noch, ja. So, aber wirklich nicht mehr. Nicht mehr viel. Ne? Zumindest was Motor, Getriebe und so angeht. Selbst Achsen sind ja auch mittlerweile nicht mehr original. Ne? Dieses komplette Frontpaket ist ja eh alles anders. Ja. Und so weiter, ne? Okay. V6. 4,3 Liter. 4,3 Liter ja. Hubraum. Hochdrehend mit Trockensumpf. Ja. Auf Methanol. Extrem viel Methanol, wie wir im letzten Video gelernt haben.
Ja. Genau deswegen haben wir das Auto auf der Bühne. Das will ich euch unbedingt zeigen. Ich habe selber nämlich auch noch nicht von unten gesehen. Ist diese komplette Kraftstoffansachen. Paul hat ja erzählt, er hat eine mechanische Kraftstoffpumpe hinten am Motorboden. Ja. Und da finden wir noch etliche andere Sachen, die wir euch alles zeigen können. Ne? Bisher Auto angemacht, ein bisschen einlaufen lassen, weil du fährst ja meistens eh nicht ein, ne? Nur so ein bisschen einlaufen lassen. Wir haben ein Spezialöl mit so einem Break-In-Engine-Öl auf dem Prüfstand eingefahren. Mit dem Zeug braucht man nicht ganz so viel, aber er wurde schon auf dem Prüfstand eingefahren. Hat ein bisschen, zwei Stunden oder so. Oh, immerhin. Okay. Dann auch schon auf Methanol oder auf Sprit noch? Nee, auf Methanol lief er. Auch auf Methanol? Ja, ja. Ja, gleich. Der sprang auch sofort an. Also gleich das erste Mal, wo wir Dings, das war so, als ob das Ding irgendwie gestern ausgemacht worden ist. Ja. Also bei der Abstimmung haben wir ein paar kleine Probleme mit Sensoren gehabt, haben Differenzen gehabt, weil bei der Leistung ist es mittlerweile so, in die kleinsten Unterschiede machen einen riesengroßen Theater und das muss einfach passen. Und wir haben mittlerweile so viele Sensoren, Backpressure, messe ich auf beiden Bänken, Kohlwenkhäuse, Druck messe ich, ich messe, MAP-Sensoren hat das Auto 2 pro Bank ein, also fährt nicht nur auf eine, sondern auf 2 aus sicherheitstechnischen Gründen, Wasserdruck, Kühlwasserdruck wird auch überwacht und es war ein bisschen hin und her. Das heißt, wie läuft sowas dann ab? Du machst das Auto an und gleich gib ihm oder schon so langsam nach und nach immer weiter abstimmen, immer weiter? Die ersten Dinger waren ja halt, dass sie alle Systeme miteinander funktionieren, alle Sensoren. Das hat wirklich ein bisschen Zeit gekostet am Anfang, weil halt da 2-3 kleine Probleme hatten. Am Ende hat sich herausgestellt, dass sie einfach, mein Fehler, die Masse stattdessen, die Sensormasse auf Steuergerätmasse gelegt, habe ich die auf Karossemasse gelegt. Ich Idiot. Naja, passiert und habe ich das dann gefunden und dann lief es ja. Man kann aber schon den Zuschauern so ein bisschen vermitteln, dass ein Großteil vom Abstimmen in diesen Leistungsklassen schon, ich sag jetzt mal, am Computer und auch im Loggen Messwerte sich angucken, analysieren und dann weitermachen. Das ist, weil die eigentliche Messung einfach viel zu schnell geht, um da in dem Moment was zu realisieren. Egal welches Auto, also auch die, sag ich mal, die kleinen GTRs, egal welches, Abstimmung fahren wir immer, Teillast wird mehr oder weniger live geguckt. Die längeren Sachen fahre ich mehrere Minuten durch die Gegend, wird geloggt, dann werden die Logs angeguckt und darauf wird gemappt. Und Volllast ausschließlich Logs, also ausschließlich. Zur Erinnerung nochmal, Steuergerät ist ein Cyvex drin? Ist ein Cyvex, ja. Würdest du was anderes verbauen oder ist das für dich so aktuell? Motec ist mittlerweile sehr, sehr weit. Also wenn, dann will ich Motec genommen. Ich habe ja schon Cyvex drin gehabt, deswegen bin ich auf Cyvex geblieben. Und auch wegen den Traktionskontrollen. Genau. Mittlerweile hat Motec funktionieren auch sehr gut. Aber halt bei Cyvex. Für irgendwas muss man sich entscheiden. Und ich habe ja noch andere Sachen von Cyvex. Das Auto auch kein serienmäßiges Allradsteuergerät mehr. Das läuft alles direkt über Cyvex. Das von Cyvex gibt es so ein Canbridge extra dafür. Hat der aber ein eigenes Getriebesteuergerät? Hat er noch oder läuft das auch? Das hat ein normales. Nur die Allradsteuerung ist. Die Allradsteuerung ist jetzt direkt an Cyvex angeschlossen. Also. Da an der Stelle nochmal, bei dem GTR ist das so, das ist nicht wie bei mir beim Auto, dass man ein Mitteldifferential hat fürs Allrad, sondern der hat richtig eine Nass-Lamellenkupplung. Genau. Also die vorne hinten regelt. Ne? Und selbst das ist, glaube ich, so ein richtiges Paket, ne, von Kupplungsscheiben. Ja, es sind 11 Scheiben. 11 Scheiben. Mittlerweile 11 Stück fahre ich. Ist schon ein bisschen, ne? Ja. So, 2500 PS. Bei welchem Druck? Bei 4,7, 4,8 Bar. Das ist schon männlich so. Ne? Und wir werden so bis 5,5, 6 Bar, also je nachdem gehen. Also die Leistungsausbeute ist im Endeffekt so, wie es geplant war. Und ich denke mal, die 3000 werden kommen. Aber das wird jetzt auch nicht so gemessen, sondern der Rest wird jetzt streckentechnisch gemacht. Am allerliebsten wäre ich natürlich mit euch bei einer Abstimmung dabei gewesen. Das ist sich jetzt die letzten Tage aus Zeitgründen leider nicht ausgegangen. Wir waren 48 Stunden zu spät. So, aber wie Paul gerade sagt, es wird noch diverse weitere Abstimmungen und auch Tests, ne? Weil ich glaube, in Action wird das Ding nochmal brutaler sein. Ne? Genau. Ich glaube, in 3 Wochen fahren wir nach England, Santa Port, Doors, Lemmers. Wäre ich Ihnen gerne mitgekommen, sind wir leider am Wörthersee. Deswegen geht sich das nicht aus. Aber in den nächsten 2 Wochen bin ich gerade dabei, einen Flugplatz zu mieten.
Für ein paar Stunden und dann wollen wir halt müssen wir ein paar Tests machen. Ja, da müssen wir auf jeden Fall dabei sein. René nickt auch schon, er freut sich auch schon. Endlich mal 2.500 PS GTR mitfahren. Theoretisch ist ja sogar 2.000 drin, ne? Ja, nur kein Gurt. Ja, brauchen wir nicht. Aber so, pass auf, jetzt, damit das jetzt nicht unendlich lang wird, weil wir könnten über dieses Auto wirklich Stunden quatschen, ich pick mir jetzt mal so ein paar Sachen raus, die ich persönlich extrem geil finde und die musst du mir einmal und den Zuschauern erklären. Hier vorne im Bereich Turbolader und so hatten wir alles im letzten Video schon, Krümmer etc. Sieht immer noch alles genauso geil aus. Titanschrauben sind auch immer noch alle da, die fallen mir auch immer sofort auf. Jetzt als allererstes seht ihr hier zum Beispiel die Sensoren, die Paul gerade schon sagte. Das sieht aus wie Sensor für Kurbelgehäuseentlüftung. Richtig. Das heißt, Paul misst auf dem Prüfstand den Druck im Kurbelgehäuse. Genau, also der wird immer gemessen. Erst aus Sicherheitsgründen und dann weiß man auch, was los ist. Ist aber auch neu bei dem Step, ne? Das hat sie vorher auch noch nicht drin, ne? Nee, das haben wir jetzt nachträglich gemacht, weil wir halt... Macht man das leistungsbedingt oder macht man das wegen Methanol? Leistungsbedingt. Leistungsbedingt, ne? Genau. Also um halt rechtzeitig potenziellen Verschleiß am Motor so ein bisschen zu analysieren und solche Sachen, ne? Richtig, auch. Bisher aber alles im Grün. Alles im Grün. Geil. Vermute aber mal, das sehen wir gleich von unten auch nochmal, du hast ja diese XXL-Entlüftung hinten im Kofferraum. Ja. Das heißt für die Zuschauer, theoretisch misst dieser Sensor, ob die Entlüftung hinten gut funktioniert oder ob sich halt im Motor Druck aufbaut, was eigentlich nicht sein darf. Es kann aber immer sein, dass durch diese krassen 4,8 Bar plus Methanol an den Kolbenringen vorbei ist ein bisschen pfeift, Druck abbaut, wie auch immer. Da pfeift auf jeden Fall ein bisschen durch, ja. Und das würde dann dieser Sensor erkennen? Der erkennt das. Also mittlerweile funktioniert die Entlüftung sehr, sehr gut. Wir haben, glaube ich, 10 PSI. Das sind ungefähr 0,7 Bar oder so? 0,7 Bar, 0,7, 0,6. Krass. Das ist sehr, sehr wenig. Ist ja auch ein 25 mm dickes Alurohr im Auto für die Entlüftung. War ja auch ein Problem bei mir bei der Limo immer, dass da auch Druck ohne Ende rauskam, ne? Also Entlüftung ist wichtig. Also vor allem, wenn du mit Alkohol fährst, musst du es wirklich trennen, weil ich weiß ja selber, bei, selbst also bei Ethanol, es wird extrem viel Kondenswasser gezogen und ich habe am meisten in meinem Entlüftungstank, ist ganz minimal Öl drin, ist klar, aber das meiste ist Wasser. Ja. Ich habe ja noch so eine Schale, wo wir von den ganzen Kühlschrankläufen die ganze Rotze abgelassen haben, können wir das nochmal einblenden und es ist schon krass. So, nächster Sensor hier hinten, auch extrem cool, habe ich ehrlich gesagt noch nie gesehen, dass sowas einer misst. Backpressure, ja. Also weiß man, wann die Lader im Endeffekt am Ende sind, ob die Krümmer gut funktionieren. Paul misst seinen Druck im Krümmer. Richtig. Zwischen Motor und Lader, ja. Das heißt, er misst nicht nur den Ladedruck im Motor, nicht nur den Druck unterhalb des Motors im Kurbelwellenraum, sondern auch noch den Druck im Krümmer. Genau. Habe ich persönlich bei mir bei der Limo auf dem Prüfstand auch gemacht. Nicht so schön gelöst hier mit Sensor, Adapter und so weiter, sondern schön mit Uhr auf der Scheibe. Das ist kein Sensoradapter. Das Problem bei Backpressure ist immer, dass die Abgase, es ist extrem intensiv. Und deshalb baut man so eine Art Dämpfer, was den Druck, dass man das halt hinterher in der Canyon im Logfile siehst du halt, siehst du nicht gewölbt, sondern es sieht gerade aus. Ich persönlich hätte jetzt gedacht, das ist wegen Temperatur. Nein, das ist einfach Dämpfer. Ich habe Dämpfer beide Bänke werden gemessen. Kann man da so, sieht man, dass der Motor schön synchron links, rechts läuft in solchen Leistungsklassen immer noch? Das auch, ja. Kann die Cyvex theoretisch links, rechts Sprit einzeln anpassen? Ja, weil wir zwei MAP-Sensoren fahren. Wir fahren nicht nur ein MAP-Sensor für Cyvex, sondern zwei MAP-Sensoren. Jede Bank wird... MAP-Sensor heißt in dem Fall, wir versuchen mal die deutschen Begriffe zu nutzen, Ladedruck wird sowohl auf der linken Bank als auch auf der rechten Bank gemessen. Sind die auch gleich immer? Sind gleich, ja. Sind immer gleich. So, müssen auch gleich sein, das hat was mit der Spritadoption auf Bank 1 und 2 zu tun. Okay, ja, auf jeden Fall extrem krasse Messtechnik. Also das geht schon wirklich in den richtig, richtig professionellen, ich sag jetzt mal Motorsport, ne? Das ist ja schon was anderes als nur mal Motor bauen, reinstecken, gucken, was an Leistung hat, ne? Ja. Gerade auch für die Zukunft, dass wenn mal was kaputt geht oder es weitergehen soll und so weiter, man nicht immer so an dem Punkt steht, ja, was war's jetzt, sondern das schon so ein bisschen. Man kann sehr viel daraus erkennen, ja. Genau, und jetzt einen Sensor suche ich gerade noch. Du sagtest Sensor für Kühlwasser. Ja, das sehen wir nicht drin.
noch einen Sensor, der Druck misst. Und zwar misst Paul auch noch den Druck im Kühlwassersystem. Richtig. Ist wahrscheinlich auch, falls sich Köpfe ein bisschen abheben und er dort auch ein bisschen in den Wasserkreislauf reindrückt. Genau, der kennt das, dann hat man keinen Wasserschlag. Mhm. Wichtig bei dem Drucksensor halt für Kühlwasser ist, wenn man das erste Mal misst, man denkt immer, es ist eine gerade Linie, ist es nicht. Der Druck, ungelogen, im Wasser steigt zusammen eine Drehzahl. Das sieht so aus. Mhm. Sobald man anfängt, Aufschläge zu kriegen, dann weiß man, irgendwo kommt zusätzlicher Druck und das ist ja halt vom Kolben. Ne? Und Thema Wasserpumpe, ist die noch original? Serie. Siehst du, jetzt haben wir nämlich einen Serienteil tatsächlich mal gefunden. Ne? Die Pumpe ist Serie. Da ist auch noch nichts irgendwie in Planung, die auch noch rauszuschmeißen und die elektrische Pumpe oder so? Nein, es funktioniert wunderbar mit der Pumpe. Also wenn das Auto auf dem Prüfstand lief, mehrere Messungen hintereinander, 2500 PS, obwohl der Kühler hinten sitzt und erst wieder drunter kühlen mussten, 85, 87 Grad Wassertemperatur gehabt. Liegt aber halt am Methanol, weil es halt kalt ist. Ne? Ja, krass. Ja, echt wirklich jede Menge Messtechnik hier. Nockenwellenverstellung noch aktiv? Ja. Funktioniert auch ganz normal. Ja, also. Weil da werden wahrscheinlich so richtig krasse Nockenwellen drin sein? Ja. Für die Drehzahl und so weiter? Ja. Aber trotzdem noch mit Verstellung? Richtig. Die Nockenwellenverstellung, wir haben damit mal rumgespielt. Wir haben ca. 250 PS Unterschiede gehabt. Nockenwelle links, Nockenwelle rechts. Krass. Ja, das ist schon wirklich viel Technik hier drin. Ne? Zündung gehen wir gleich drauf ein von unten. Ja. Die ist nämlich auch wieder extrem krass. Also hier ist eigentlich alles übertrieben. Pass auf. So, das Thema haben wir. Rest können wir von unten gucken. Thema Paket mit Ladeluftkühlung, Wasserladeluftkühler funktioniert auch alles. Funktioniert wunderbar, ja. Wunderbar, ne? Perfekt. Ja, pass auf, dann lass uns das Auto mal hochfahren und dann gucken wir mal, was wir da von unten noch so Schönes finden. Okay. So, also das Erste, was mir hier gleich wieder auffällt und mich vollkommen begeistert, ist, wie sauber das alles ist. Hier kannst du ja wirklich gerade einen weißen Lappen nehmen. Kannst überall einmal rüberwischen, du wirst, der Lappen wird danach immer noch weißer, ne? Glaube ich auch, wahrscheinlich. Das ist schon krass. Ja, hier seht ihr die geänderte Achse, ne? Mhm. Von AK. Sowohl vorne als auch hinten mittlerweile drin. Ja. Da war die Sache mit Trockensumpf, ne? Ja. Dass jetzt hier endlich dieses Trockensumpfpaket mit der anderen Ölwanne runterpasst, ne? Genau. Oder ging das mit Originalachse auch? Nee, das passt mit der Originalachse auch, ja. Das Einzige, was ist, man kann jetzt die Ölwanne komplett abschrauben. Das waren ja so ein paar Punkte, die ich halt bei AK, also die Tipps und alles, was ich ihnen gegeben habe, worauf er achten soll, wo die Aktien machen sind. Für die Zuschauer kurz, Trockensumpf bedeutet, normalerweise würde hier drin die Ölpumpe sitzen. Die Ölpumpe ist jetzt nicht mehr hier drin, sondern die Ölpumpe ist jetzt außen gelagert, wird über einen Riemen angetrieben. Und somit hat man natürlich viel mehr Möglichkeiten in Bezug auf Ölpumpe, Förderleistung, Druck und. Jetzt fällt mir aber ein, du hast mir ein paar Fotos geschickt, du hast was anderes hier geändert. Und das ist nämlich dein Unterfahrschützer. Genau. Das war's. Also komm, das machen wir jetzt einmal kurz Zwischenszene. Dies ist der originale Unterfahrschutz. Zur Hälfte. Zur Hälfte. Alu-Wanne. Mhm. Mit Material-Mod Racing drauf. Wofür ist die? Das Auto ist ja serienmäßig vorne die Vorderachse komplett verkleidet. Mhm. Wenn man Trockensumpf fährt, hängt das alles ein bisschen tiefer. Mhm. Und die Originalverkleidung passt nicht mehr dran. Dann habe ich mich am Computer gesetzt, CAD eingeschmissen, gemacht. Meinen 3D-Drucker eingeschmissen, habe ein Probeteil gedruckt, reingepasst, passt perfekt. Habe das bekannt zum Fräsen gegeben. Und ja, habe ich extra aus Alu gemacht, aus dem Grund. Als erstes, mittlerweile jetzt bei King of Germany auch, der hat nämlich in ein Regelbuch reingeschrieben, dass Autos ab bestimmter Geschwindigkeit oder PS, was das da war, weiß ich jetzt genau nicht aus dem Kopf, brauchen einen Auslaufschuss. Das heißt, wenn irgendwas am Motor kaputt geht oder so, dass man die Strecke nicht einsaut, dass das Öl sich erstmal, die ganze Scheiße, die halt rausfällt, sich erstmal irgendwo sammelt und... Was ja eigentlich auch vernünftig ist, oder? Weil im Endeffekt auch vernünftig ist, genau. Und deshalb habe ich mich entschlossen, das Ding aus Alu zu machen, also aus Alu fräsen zu lassen. Und auch unter anderem deshalb, falls
ich mal wieder abfliegen sollte oder wie auch immer, weil da bei dem Abflug, wo ich mit einem 300er abgeflogen bin, ich habe mir eigentlich am meisten Gedanken über meinen scheiß Trockensumpf gemacht und ob die Ölschläuche hat. Das habe ich die ganze Zeit, weil ich trotzdem mich gedreht habe, meine Ölanzeigen ganz im Blick behalten. Bei 300? Und die Landebahnlichter. Ja. Weil die wären mein Tod gewesen da. Da hätte ich mich auf jeden Fall überschlagen gleich. Aber als ich da vorbeigeflogen bin an denen, dann war das. Deswegen auch ein bisschen massiver gestaltet, das Ding, dass genau, du gleichzeitig das halt noch ein bisschen Schutz hast, ne? Genau, so ein bisschen Schutz, ja. Krass. Okay, also wieder ein Teil gefunden, was auch nicht mehr original ist. Nein. Ja, krass. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Ja, ja. Und pass auf, wir machen mal als erstes. Also erstmal sieht man von hier gerade schön, wie viele schöne gefräste Teile hier mittlerweile drin sind, ne? Ja, das Frontdivis CNC. Komplett. Genau, wir hatten im ersten Video schon gesagt, der komplette Motorblock, der Rumpf, ist aus dem Vollen gefräst und zusätzlich auch noch das Differentialgehäuse vorne, ne? Ist das notwendig bei der Leistung? Leistung nicht. Hat damit was zu tun, weil wir die Allradverteilung anders fahren. Wir geben jetzt viel, viel mehr Kraft auch auf die Vorderachse. Und da, die Serienteile können das gar nicht ab. Also die Kardanwelle viel vorne, die nach vorne geht, die verzeiht das gar nicht und auch das Frontdifferenzial gar nicht. Da können wir noch mal ganz kurz das Allradprinzip von dem GTR erklären. Motor, hier ist keine Kupplung, gar nichts. Es geht eine Welle hinten ins Getriebe. Genau. Kupplung sitzt hinten im Getriebe, inklusive der Allradkupplung. Ja. Und dann kommt wieder eine Welle nach vorne. Wieder eine nach vorne. Richtig. Also zwei Kardanwellen. Ja. Krass. In Amerika gibt es auch ein paar, die fahren das Ganze als Heckantrieb, ne? Nein, Tony baut gerade in den USA den ersten Hecktriebler GTR mit 7-Gang Airshift-Getriebe und komplett Rohrschassen. Da habe ich, die Carbon-Seitenteile für geliefert. Ja. Und ich glaube, das Auto ist auch das in den nächsten Wochen fertig. Das tippe ich auch, wird der nächste Step bei Paul, dass es dann noch einmal das große Carbon-Upgrade wahrscheinlich gibt, ne? Wahrscheinlich ja. Also ja. Ich habe letzter Zeit, also im letzten Jahr, überlegt, ob ich die Klasse wechsle, ob ich auf Hecktriebler gehe. Und da ich ja halt mit der Technik, mit dem Motor eigentlich da habe, da weil ich bleiben wollte, war ich mir überlegen und bin ich ja überlegen, deshalb suche ich auch noch eine Rohrkarosse für den GTR. Und dann würde ich wahrscheinlich noch ein Rohrchassis bauen und dann auf Hecktriebler gehen mit riesen Reichen zu Heckschalter. Ja, dann wird es also voll Dragster. Ja, so richtig. Ja, also ja, richtig volles Ballett. Das wird natürlich dann auch, denke ich mal, zwei, drei bauen, das Ding, weil ich will mich da komplett was Technik angeben. Ja, komplett austoben. Komplett austoben, ne? So, Thema Zündung ist ja bei einem Methanolmotor, da hatten wir ja im letzten Video gesagt, wie viel Unmengen Sprit in diesen Motor reingeht. Ja, also auf dem Prüfstand muss ich sagen, drei Läufe waren über 20 Liter weg. Ja. Und dazu muss man sagen, ein so ein Lauf sind 10 Sekunden. Ja. Das ist halt schon krass. Ne? Ja. Damit diese Unmengen an Sprit auch noch entflammt werden können, genau, brauchst du richtig Power in, die, richtig in der Power. Zündung. Drin, genau. Ne? Und genau deswegen hat dieser Motor oben nicht mehr Einzelzündspulen auf dem Ventildeckel drauf, sondern hier unten Spulen. Ne? Die Spulen sind hier unten, hier. Das ist, ich würde es eher ein Spulpaket nennen und ist in Summe fast so groß wie eine Batterie so ungefähr. Ja. Ne? Sechs Stück und da sind die beiden CD-Einheiten, also pro Bank eine. Alter! Die haben 500 Megajoule pro Bank. Im Moment laufen die auf 320. 320 Megajoule, sagt man, bei Methanol reicht man pro Zylinder, pro Zündung ungefähr so 400 bis 450 PS. Ja, ja. Und da sind wir bei den 2500 wirklich auf die Grenze gekommen. Wir haben angefangen, so minimal kleine Zündersätze zu kriegen. Das heißt, ich werde jetzt noch ein Kabel von oben vom Cyvex runterlegen auf High Power. Und wir werden den CD-Einheiten sagen, dann ab dann und dann geht die auf 500 und damit ist dann 500 pro Bank. Ja. Ich weiß, in meiner Limo, original, die Zündspulen, wenn du da alles rausholst, was gehst, die haben 45 Megajoule. Das ist schon lebensgefährlich. Also lebensgefährlich. Der Ex-Evo von mir, der hat auch eine fiese Zündanlage, auch von MW, die CD-Einheiten. Und ich habe da mal einen geballert gekriegt. Ja. Das war halber Tag war der Arm taub. Echt? Ja. Hast du mal beim Aluschweißen einen geballert gekriegt? Nee. Das war 10-mal so doll. Das heißt, wenn nicht mehr. Läuft die im Leerlauf dann auch schon mit so viel Bums? Oder nee, die läuft mit 320 läuft die. Auf 500 wird die, wie gesagt, dann zugeschaltet dann. Weil das ist auch nicht gut. Die Dinger darf man auch nicht im Alltag fahren.
Also du darfst damit nicht wirklich auf der Autobahn stundenlang durch die Gegend fahren, weil ansonsten gehen die kaputt, die überhitzen die Spuren. Mhm. Deshalb liegen die auch unten unter dem Auto, damit die halt Kühlung noch kriegen. Mhm. Mhm. Krass. Also wir fassen nochmal zusammen. XXL-Zündung ungefähr viermal so stark wie das, was ich so fahre. Da geht richtig was durch. Wo kommt der Strom dafür überhaupt her? Ist da auch eine spezielle Lichtmaschine und so weiter drin? Nö. Das kann die aber. Das kann die. Richtig. Krass. Und das Ganze unten liegend am Auto, wegen Kühlung, ne? Richtig. Weil die wird garantiert gut. Die werden warm, ja. Also wie gesagt, die müssen so gut wie möglich kühlen, ja. Crazy. So, aber direkt daneben ist natürlich das nächste Teil, was ich persönlich noch umso geiler finde. Ihr nehmt die, ich nehme an, das ist die Spritpumpe, ne? Also nicht die Spritpumpe, sondern der Antrieb dafür. Das ist der Abnehmer für den Antrieb, ja. Total krass, von der Kardanwelle, die nach hinten geht, wird hier mit einem Zahnriemen eine Welle angetrieben, die hinten die Spritpumpe befördert. Richtig. Crazy. Die Pumpe muss auch hinten sein, aus dem Grund, weil die mechanischen Pumpen können nicht saugen. Und wenn du das Auto startest, wenn du die Pumpe halt vorne hast oder die nicht saugen kann, dann hast du immer zum Primer eine elektrische Pumpe, musst du mit einer elektrischen starten, dann machst du die elektrische aus, dann läuft die auf der anderen. Und da wir die Pumpe hinten haben, unter dem Tank, läuft natürlich die Schwerkraft, sprit runter und deshalb hast du ja selber gesehen, wie schnell das Auto startet. Jetzt werden sich viele denken, wenn das Auto steht, dreht sich die Kardanwelle nicht, Spritpumpe kann nicht angetrieben werden. Nein, ist bei diesem Auto nicht so, wie ich gerade erklärt hatte, Kupplung ist hinten. Das heißt, Kardanwelle immer genauso 1:1 wie Motordrehzahl. Genau. Krass. Ja, also von hier Kraft bzw. Drehzahl auf Welle. Ja. Dann geht es nach hier hinten. Und hier hinten seht ihr dieses Konstrukt mit der Pumpe. Ja. Krasser Scheiß. Macht die Geräusche? Wenn man so? Kaum. Ganz ruhig, ne? Kann aber richtig Druck, ne? Über 3.500 Liter. Krasser Scheiß. Was fährt man da so an Kraftstoffdruck? Ich fahre jetzt im Grundbuch so 4 Bar. Alter. Also ich plus jetzt die 5 Bar Ladung nochmal oben drauf? Ja, ja. Bist du bei 9 Bar, ne? Ja. Und da hört es dann halt auch bei elektrischen Spritpumpen auch langsam auf, ne? Ja, die versagen schon vorher, wenn die großen Düsen aufgehen. Weil ich kann nicht. Die großen Düsen, aber wie gesagt, die Düsen haben bei 3 Bar pro Bank beide zusammen über 9000 Kubik. Mhm. So rechnet ihr es mal auf, denkst du, das ist. Richtig crazy, ne? Also 20, wie gesagt, 3 Läufe auf dem Prüfstand sind über 20 Liter weg, also das ist Endstufe. Mechanische Pumpe, Ansaugung, hier kommt der Druck raus durch den Filter. Das ist Ansaugung. Der Filter ja, ist weil Methanol und mechanischen Pumpen ist ganz, ganz wichtig, den Sprit so gut wie möglich zu filtern, weil die Pumpen, die könnten unter Umständen auch minimal Späne machen. Mhm. Deshalb habe ich einen Saugfilter. Mhm. Der ist mit Dash 16, geht zur Pumpe. Mhm. Und ab hier gehen wir nach vorne. Mhm. Hier gehen wir noch mit Doppelleitung. Hier habe ich die weiteren Filter. Das sind auch noch mal 2 Filter. Genau. Krass. Krass. Ja, das ist wirklich männlich, muss man sozusagen. Hier auch wieder die geänderte Achse. Da war das Geile, mit der Achse kannst du jetzt Getriebe rausnehmen. Ich kann das Getriebe ausbauen, ohne die Achse auszubauen, ja. Originalachse ist hier so ein Zug drunter, ne? Genau, liegt da. Da geht's nicht, ne? Da geht's nicht, ne? Geiles Zeug. Achse. Getriebe, auch eigentlich gar nichts mehr original, ne? Nein. Radikal alles von Kupplung, Wellen, Übersetzung, genau, obwohl ich noch so gesehen die kleinere. Es gibt jetzt noch eine neuere Kupplung, 26 Scheiben. Mhm. Ich fahre jetzt 24 noch, aber 24 Scheiben, ja. Die fahre ich so lange, bis sie kaputt geht. Also wenn die auftaucht, dann. Das bringt ja nichts, die jetzt auszubauen. Und dann, ja, klar. Wenn du dich jetzt eh nach und nach wie alles verschleißt. Krass. Auch hier wieder genauso, auch Differentialgehäuse auch schon gefräst, ne? Zumindest genau. Der Deckel an der Seite. Genau, da ist auch ein anderes Stift, andere Sperre drin. Das ist natürlich geil, so mit der Achse jetzt, dass das direkt die ganzen Halter und so weiter. Ja, den Halter muss man hier umschweißen. Ja. AK hat liefert mir, also für meine Auto hat die Achsen immer umgepulvert. Mhm. Habe ich die gekriegt und. Antriebswellen, natürlich auch nichts mehr original, ne? Nein, die sind. Das ist Maximum. Das ist sehr dick, ja. Massiv. Krass, krass. Kann man echt den ganzen Tag drauf gucken und findet immer wieder was. Extrem speziell an dem Auto auch Wasserkühlung. Ja. Wie ihr gesehen habt, vorne kein Wasserkühler mehr. Das ganze Wasser
geht durch diese dezenten Leitung nach hinten. Ja. Und der Wasserkühler für das Auto sitzt hinten im Heck. Ja. Hattest du ja aus dem Grund gemacht, um vorne Platz für Turbolader und genau. so weiter zu haben, ne? Meinst du, das würde so auch auf der Straße, also angenommen, du würdest jetzt ein Straßenauto rausmachen, noch so funktionieren? Ich denke mal, weil hier sind ja Lüfter hinter, ne? Von oben sind Lüfter und die Verkleidung hat ein Loch. Also genau, das hat man im letzten Video gesehen, genau. Ja. Die geht schon genau richtig da durch. Raus. Ne? Weil der Kühler man müsste das testen. Ich glaube, das würde funktionieren, aber wie fern das jetzt funktionieren wird. Weil der Kühler an sich ist jetzt ja gar nicht so klein, ne? Nee, schon. Nur ganz ehrlich, für die Straße mittlerweile kannst du ein GTR mit 2000 PS ungefähr bauen. Wo die Turbolader an ja, Stock, ne? Stock Location sitzen. Ich baue gerade so einen. Also der hier, der kriegt so ein Kit. Mhm. Und muss man zwar ein paar Sachen umbauen, aber der fährt auch mit Klima und allem. Also, da kannst du den ganzen Kram vorne lassen. Was ich bei dem Auto auch so beeindruckend finde, noch ist ja an der Karosse nichts geschnitten, ne? Jetzt für diesen Umbau nicht, für die früheren Umbauten, wo ich die riesengroßen Lader mache. Da so ein bisschen am Längsträger. Vor 10 Jahren gab's halt Probleme. Aber selbst dieses ganze Konstrukt hier hinten, Wasserkühler und so, ist halt alles ungeschnitten, ja. Crazy. Crazy, crazy, crazy. Cool. Wir hatten vorhin schon einmal Entlüftung angesprochen, ne? Das ja. sind diese Rohre hier. Das Rohr ist das. Genau. Das Rohr, genau. Das ist die Entlüftung, ja. Die geht dann hier rüber. Genau. Im Kofferraum. Ja. Und im Kofferraum ist dann der große Filter, ne? Ist der große Behälter mit Filter. Und dann die Entlüftung aus der Heck raus, ja. Da hast du ja echt ein paar Meter Rohr hier unter dem Auto schon verbaut, ja. ne? Vor allem, das sind alles einzelne Rohrbögen mit Stücken, ne? Ja. Wie ich nicht wissen, wie viele Stunden hier. Ja, das war ein bisschen Action, ja. Weil du so unbedingt oben legen wollte, halt, wenn du Motor ausbaust oder Getriebe ausbaust, dass die Rotze einfach nicht mehr anfassen muss. Ja. Und? Ist alles dicht? Funktioniert alles? Ja, alles schön. Ne? Ja, und was halt immer wieder krass sind diese Pellen. Ne? Ja, das ist schon gegenüber dem, was du ja vorher gefahren warst, ne? Ja. Ist das schon nochmal eine ganz andere Linie. Ja. Ne? Vorne sind auch anders, ne? Nee, die vorne, vorne sind die alten. Die von der Größe das, was war, ja. Nur hinten ist nochmal deutlich fetter geworden. Vorne ist deutlich viel größer, ja. Hier von innen sieht man jetzt auch nochmal, wie die verschraubt sind von außen, ne? Ja. Da sind nämlich wie soll man das erklären, die Außenkarkasse, die Flanke. Ne? Achso, nee, da siehst du noch, von da siehst du das nicht. Das ist ja der Stern. Ah, stimmt, ja. Das ist der Stern, ne? Da ist der Reifen ist theoretisch in die Felge reingequetscht, genau. Ne? Dass sich da erst gar nichts beim Allradstart so verdrehen kann, ne? Genau. Ja, geil. Ich bin auf jeden Fall vollkommen überwältigt von diesem Umbau. Finde mega krass. Innenraum machen wir jetzt nicht, bevor wir uns da, weil da gibt es nämlich auch wieder noch genauso viele Kleinigkeiten, bevor wir uns da jetzt reinzwingen, das machen wir lieber mal, wenn das Auto mal fährt. Mhm. Kann man ein bisschen schöner ein paar Sachen zeigen und so weiter. Geräusch, Akustik etc. werden wir eh niemals mit einer Kamera eingefangen kriegen, dann müsst ihr das Auto einfach irgendwann mal live sehen. Mhm. Wie geht's jetzt weiter? Mhm. Nächste zwei Wochen, wie gesagt, auf dem Flugplatz ein paar Tests machen. Mhm. Und dann packe ich die Klamotten und fahre, glaube ich, am 16. Mai nach England, Santa Pod. Und genau. Zusammen mit ein paar anderen beknackten Jungs. Also wird heftiges Wochenende. Genau da werden wir auf jeden Fall dann wieder einsteigen und gucken, dass wir bei den Tests auf jeden Fall dabei sind. Mhm, gerne. Würde mich brennend interessieren. Okay, dann will ich dich weiter abhalten. Du sagtest ja, du willst das Auto nochmal auf dem Prüfstand nochmal ein paar Kleinigkeiten testen. Und dann sehen wir uns demnächst wieder. Ciao.